Hallo Jens, grüß dich. Heute Servus. in Vertretung von Thorsten Kleditsch. Das hat auch damit zu tun, dass du zu einer ganz interessanten Geschichte recherchiert hast und weiter recherchierst. Und zwar geht es um die vielen Zeitungsanzeigen, in denen ungeimpfte Pflegekräfte und Krankenschwestern ab Mitte März nach einer neuen Beschäftigung suchen. Insgesamt fast 40 davon waren in der Samstagausgabe der Freien Presse zu finden. Also eine ganz außergewöhnliche Ballung. Auch in anderen Zeitungen sind solche Anzeigen erschienen, häufig auch mit wortgleichen oder sehr ähnlichen Formulierungen. Die Frage, die sich aufdrängt, sind diese Anzeigen echt? Ja, da muss man zunächst mal differenzieren, was man mit echt meint. Meint man mit echt, ob da echte Krankenschwestern dahinter stehen, die eine Stelle suchen, oder ob das alles, sag ich mal, auf einen und denselben Urheber vielleicht zurückgeht, Ja. oder wie auch immer. Die Frage kann man nur indizienhaft beantworten. Und es sieht zumindest nach unserer Anzeigenabteilung nicht so aus, als ob der ein Aufgeber der ganzen Anzeigen dahinter stünde, sondern ist schon verteilt. Die andere Frage ist eben, wie echt ist dieses Stellengesuch? Ne? Also selbst wenn da gegebenenfalls eine echte Person, eine echte Krankenschwester dahinter steht. Also suchen die wirklich einen neuen Job? Wie echt ist diese Intention, ich suche hier eine Stelle? Oder steckt da nicht eher eine Absicht dahinter, mit dieser Ballung eine Art Massenexodus vorzugaukeln aus dem Gesundheitswesen, wenn denn diese Impfpflicht kommt, gegen die ja die Aktion sich richtet? Und da ist natürlich ein großes Indiz, dass es offenbar Absprachen gegeben hat, in Telegram-Kanälen solche Ballungen vorzunehmen. Zum Zeitpunkt X in der einen Tageszeitung, dann in der anderen. Die erste bekannt gewordene Aktion hat im Traunsteiner Tageblatt in Oberbayern stattgefunden. Kurz nachdem ein in der Pandemie schon mehrfach aufgefallener HNO-Arzt, Bodo Schiffmann, der dann selbst in die Politik gegangen ist, mittlerweile ist er, glaube ich, ausgewandert, dazu aufgerufen hat in seiner Chatgruppe. Über den Mann haben wir schon vor 2 Jahren, zu Beginn der Pandemie, im Mai 2020, eine ganze Seite gemacht, mehr oder weniger über vier große Verschwörungstheoretiker, die diese ganze Sache angekurbelt haben. Da war Schiffmann einer davon. Ja, und der Frage bin ich nachgegangen, wie echt, oder habe ich versucht nachzugehen, wie echt sind diese Stellengesuche oder sind die einfach nur Mittel zum Druck? Du hast das Naheliegende gemacht, was man halt als Reporter so macht. Du hast einfach die Anzeigen, hast du das hingelegt und hast die Telefonnummern angerufen, die in diesen Anzeigen vermerkt waren. Man muss dazu sagen, nicht alle 40 oder 39 Anzeigen waren mit Telefonnummer, sondern auch mit Chiffre, genau. Aber du hast einfach mal angerufen, hast dich dabei nicht als Journalist zu erkennen gegeben, dazu vielleicht gleich noch was. Was waren deine Erkenntnisse in den Gesprächen mit den Leuten, die du erreicht hast? Also ich habe es verglichen mit den Aktionen, die andere Zeitungen gemacht haben, wo dann es hieß, ja, wir haben da angerufen und da ging nie einer dran. Und daraus wurde dann geschlussfolgert, ja, vielleicht ist das nicht ganz koscher. Das halte ich für weit aus dem Fenster gelehnt, ja, ich gehe auch nicht immer ans Telefon. Also ich habe wirklich in der Tat dann aufgeführt, ich habe alle 15 Telefonnummern, die mit Nummer hinterlegt waren, angerufen und habe dann auch dezidiert dargelegt in der Zeitung, bei welcher Nummer ich welches Ergebnis hatte, also nicht die mit Nennung der Nummer, sondern die Anzahl jeweils. Und man kann sagen, zur Frage echt eben, die eine Nummer, die offenbar nicht vollständig war, also da kann man vielleicht vermuten, dass das irgendwie nicht echt ist, aber es gibt ja auch die Möglichkeit eines Zahlendrehers oder so. Das andere war ein Mann, der ans Telefon gegangen ist und beklagt hat, er hat schon 3 Anrufe bekommen, die Nummer sei gar nicht von ihm, er habe mit der Anzeige nichts zu tun. Ja, okay, da liegt vielleicht die Annahme auch nahe, dass das vielleicht nicht ganz echt war. So, dann hatte ich aber natürlich auch einige, die nicht ans Telefon gegangen sind, aber wie ich gerade schon gesagt habe, war das jetzt für mich nicht der Punkt zu sagen, das ist nicht authentisch. Und die, wo ich jemanden dann am anderen Ende der Leitung hatte, das waren 7, der eine, nee, 8, und der eine davon sagte eben, er hat mit der Anzeige nichts zu tun. Und die restlichen, da habe ich quasi nachgefragt, und zwar in die Richtung, wie authentisch ist das Stellengesuch? Und jetzt hast du gerade gesagt, da kommen wir gleich noch drauf, laut Pressekodex gibt man sich als Journalist zu erkennen. Ne? Pressekodex sagt, also
der Recherche ist. In nahezu offen. Oder allen anderen oder in vielen anderen Situationen. Ne? Genau. Grundsätzlich heißt es, heißt es im Presseclub. Grundimmun heißt grundsätzlich, aber nicht immer, sondern grundsätzlich heißt, ja, vom Grundsatz her schon, mit Ausnahmen. Und eine Ausnahme definiert der Presse-Kodex exakt. Sinngemäß jetzt mal kurz die Formulierung. Verdeckte Recherche ist dann okay, wenn man damit Informationen von besonderem Interesse für die Öffentlichkeit erlangen kann, die sonst nicht zugänglich wären. Und ich glaube, dieser Punkt greift hier gerade explizit. Und zwar auf die Frage, wenn ich jetzt gefragt hätte als Presse, ja, meinen Sie das ernst mit Ihrem Stellengesuch? Ja, ich glaube nicht, dass ich da eine authentische, konzertierten Option ausgeht, eine authentische Antwort bekommen hätte. Also stelle ich mal in Frage. Du hast dich also als Arbeitgeber, als potenzieller ausgegeben. Ich habe mich als Interessent auf die Anzeige ausgegeben und habe gefragt, ob gegebenenfalls Interesse bestehen würde an einer Tätigkeit im grenznahen Raum jenseits der tschechischen Grenze. Hintergrundinformation, in Tschechien soll diese entsprechende Pflicht für die Pflege, für den Pflegebereich zurückgenommen werden. Und da wäre das ja dann möglich. Und zweite Hintergrundinformation, das Berufspendeln im Pflege- und Krankenpflegebereich funktioniert in die andere Richtung schon sehr wohl. Also wir hatten schon vor einem Jahr Klinikleiter, die gesagt haben, ohne die geimpften Pflegekräfte aus Tschechien würde der Laden im grenznahen deutschen Raum bereits zusammenbrechen. Hm. Ja, also das gibt's schon, das war jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Und da habe ich quasi halt ganz offen so gefragt und grundsätzlich ausschließlich ist, da würde kein Interesse daran bestehen. Jetzt ist das nur eine bedingte Aussagekraft, weil natürlich kann man eine fehlende Mobilität haben oder so und deswegen das nicht annehmen. Aber das bei allen ist ja okay. Das ist eine bedingte Aussagekraft zu der Frage, wie ernst ist die Frage nach einer neuen Stelle. Die hätte ich so authentisch sicherlich nicht bekommen, wenn ich mich geoutet hätte. Es sind ja nicht namentlich Leute genannt worden. Ich habe jetzt quasi anonym recherchiert, um quasi da den Beleg zu erlangen. Einige haben dann, da habe ich dann nochmal nachgefasst, mit, sag ich mal, branchenfremden Einsatz gegebenenfalls. Ja, und da war dann auch die Antwort, die Abschläge, die man dann beim Lohn in Kauf nehmen müsste, das sei natürlich nicht so schön, dann wäre auch nicht so toll. Ja, die Aussage, glaube ich, hätte ich nie im Leben bekommen, wenn ich da mich geoutet hätte. Mhm. Jens, vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit. Vielen Dank für die Einblicke in dieses spannende Thema. Kann gut sein, dass wir dazu noch was veröffentlichen, wenn es neue Erkenntnisse gibt, wenn klarer ist, ist das echt oder nicht, so wie du das vorhin schon definiert hast. Vielen Dank für heute und bis bald. Ja, spätestens am 16. März wird man feststellen, wie viel dieser Stellengesuche so ernst gemeint waren, dass die Leute abwandern. Wenn die Impfpflicht greift, genau, deswegen Mitte März. Ja. Danke, Jens.